Tach, Sam. Ich bin Olaf Wilhelm. Für We Are Change Germania, ich möchte euch etwas sehr Wichtiges erzählen. Und zwar von der Initiative für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Die Jahrhundertlüge von Holger Fröner. Zur Einführung. Ich habe lange überlegt, wie ich dem geneigten Hörer vor den Dingen, die er beim Weiterhören unweigerlich erfahren wird, warnen soll. Denn schließlich ist es in Zeiten universalen Betruges ein revolutionärer Akt, die Wahrheit zu sagen. Georg Orwell, Zitat Ende. Und nicht jeder ist ein Revolutionär. Viele, wenn nicht sogar die meisten Menschen, wollen einfach ihre Ruhe, egal, ob die Welt um sie herum von anderen manipuliert wird. Und es scheint ihnen sogar egal zu sein, dass ihnen dadurch fortwährend geschadet wird. Oft hört man von solchen Menschen Sätze, wie ich kann ja sowieso nichts ändern oder ich brauche meine Zeit, um Geld zu verdienen. Doch wenn es immer nur solche Menschen gegeben hätte, dann wäre Ego und Grenz. Heute noch unser Generalsekretär und die Staatssicherheit würde mich nach der Veröffentlichung regierungskritischer Zeilen verhaften. Es hat sich also durch den Mut derer, die 1989 die ersten auf den Straßen waren und mit der einfachen Erkenntnis wir sind das Volk den Diktatoren zeigten, dass sie nicht länger gegen den Willen aller handeln können, schon einiges verbessert. Die Politiker und die Medien, die über Jahrzehnte den Staatsbürgern und Wählern der BRD eine solche Souveränität suggerierten, handelten wider besseres Wissen oder ohne Kenntnis der durch sie selbst geschlossenen Verträge. Grundsätzliche Bestimmungen des Besatzungsrechts gelten auch weiterhin. Denn klar und unzweifelhaft steht fest, dass bestimmte bisher im Rahmen des früheren Besatzungsrechts seitens der Alliierten festgelegten Entscheidungen für Deutschland fort gelten, ohne Rücksicht darauf, ob sie mit dem deutschen Rechtssystem vereinbar sind oder nicht. Und das bedeutet, dass sich die deutsche Politik für alle Zukunft daran auszurichten und zu halten hat. Ist Berlin also die Hauptstadt der Bundesrepublik, ohne gemäß fort geltenden Bestimmungen der ehemaligen Siegermächte und angesichts getrennter Vereinbarungen und Übereinkommen ihr rechtlicher und politischer Bestandteil zu sein? Aus all den geschlossenen Verträgen und Vorgängen ergeben sich so wesentliche Fragen für den völkerrechtlichen Status der Bundesrepublik Deutschlands und Berlins, dass sie dringend einer Klärung bedürfen. Leben wir heute, 61 Jahre nach Kriegsende, noch immer unter fortgeltenden Bestimmungen früheren Besatzungsrechts der ehemaligen Siegermächte? Wird hierdurch zwangsläufig die deutsche Politik mehr oder weniger fremdgeprägt, zumal Berlin unter einem verdeckt fortdauernden Sonderstatus steht? Die deutschen Vertreter bei den 2+4 Verhandlungen werden dies sicher nicht gewünscht haben, da man doch davon ausgehen muss, dass sie in deutschem Interesse handelten. Also müssen die ehemaligen Siegermächte die Fortgeltung der 1954 ergangenen Bestimmungen gefordert haben. Wäre dies aber nicht ein klarer Verstoß gegen geltendes internationales Recht, zum Beispiel gegen den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 16. Dezember 1966, worin in Teil I, Artikel 1, ausdrücklich verankert ist, alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung? Liegt hier das Geheimnis unerklärlicher Politik? All dies und auch die Fortgeltung der UNO-Feindstaatenklauseln bis heute zeigen, dass wir entgegen den offiziellen politischen Verlautbarungen auf den Abschluss eines all dies bindenden Friedensvertrages keinesfalls verzichten können. Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, so die offizielle Bezeichnung, ist zum anderen keine Verfassung der Bundesrepublik, sondern ein Nachkriegsprovisorium, geschaffen unter der Oberhoheit der ehemaligen Siegerstaaten für die BRD. So fehlen ihm die Zustimmung des deutschen Volkes und jedwede plebiszitären Elemente. Die grundlegende demokratische Forderung, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, Artikel 20, 2, GG, erschöpft sich in der Erlaubnis, alle 4 bis 5 Jahre zur Wahl gehen zu dürfen, ohne die dann durchgeführte Politik in irgendeiner Weise korrigierend beeinflussen zu können. 3. Das gilt insbesondere für existenzielle Fragen wie die Aufgabe von Hoheits- und Selbstbestimmungsrechten an die EU, für die Abschaffung der DM und andere Entscheidungen, bei denen der Mehrheitswille der Bürger übergangen und versucht wird, durch millionenschwere Werbekampagnen den Widerstand der Bürger zu brechen. Wann endlich werden wir die Möglichkeit haben, über eine uns im Grundgesetz Artikel 146 zugesicherte eigene Verfassung zu entscheiden, die dem Bürger ein wahrhaftiges und absolutes, uneingeschränktes Bestimmungsrecht garantieren sollte, wie in unserem Schweizer Nachbarland? Wann wird hierfür eine deutsche Nationalversammlung einberufen? Wäre das nicht die vornehmste Aufgabe des über allen Parteien stehen sollenden Herrn Bundespräsidenten, endlich tätig zu werden? Jeder sich für unser Volk noch verantwortungsbewusst fühlende Bürger würde hierbei gern mitwirken. Wann endlich können wir in freier Entscheidung über unsere Verfassung entscheiden?
Der Artikel 146 des im Jahre 1949 unter westalliierter Oberhoheit für die Bundesrepublik geschaffene Grundgesetzes lautete bis zum Inkrafttreten des Einigungsvertrages am 31. August 1990 wie folgt: Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Mit Bekanntmachung im Bundesgesetzblatt Teil 2 vom 23. September 1990, Seite 885 FF, wurde dieser Artikel wie folgt geändert: Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Geht noch weiter. Also bis nachher. Tag, Sam. Da bin ich wieder, Olaf Wilhelm. Für We Are Change Germania? Wo war ich stehen geblieben? Ah ja. Eine Verfassung, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Genau. Also. Da die Einheit und Freiheit Deutschlands aber eben noch nicht vollendet worden ist, wie die aufgezeigten fortgeltenden Souveränitätsbeschränkungen beweisen, ergeben sich a. die staatsrechtliche Frage, ob und ab wann es denn überhaupt gilt und b. die bleibende Aufforderung an das deutsche Volk, in freier Entscheidung eine Verfassung zu beschließen, die allein die letzte, in freier Entscheidung gegebene Reichsverfassung von 1919 ablösen könnte. Urteilen Sie selbst, wie lange soll dieser friedensvertraglose und verfassungsrechtlich unbefriedigende Zustand noch andauern? Ein paar Fragen. Welchem Staat gehören Sie an? Der Bundesrepublik Deutschland? Deutschland? Warum steht dies dann nicht auf Ihrem Ausweis, Ihr Staat, Deutschland? Ein existierender Staat, wie sieht Ihre Staatsflagge aus? Schwarz, Rot, Gold. Das sind die Farben der Weimarer Republik, Nationalflagge 1919 bis 1933, Dienstflagge Reichsbehörde. Was ist das Staatswappen Ihres Staates? Der Bundesadler? Warum benutzt dann jede Behörde einen anderen Adler? Welches ist die Hauptstadt Ihres Staates? Berlin? Berlin gehört gar nicht zu Ihrem Staat, welcher auch immer das ist. Fragen, die Sie nicht richtig beantworten können. Wundert Sie dies nicht? Nun gut, Sie bekommen noch eine Gelegenheit. Wer hat die Staatsgewalt in Ihrem Staat inne? Die Bundesregierung? Wieder falsch. Lesen Sie doch einfach mal die Protokollerklärung des Einigungsvertrages. Ein paar Antworten. Welchem Staat gehören Sie an? Die Bundesrepublik Deutschland wurde am 17. Juli 1990 während der Pariser Konferenz durch die Alliierten mit der Streichung des Artikel 23 AF des Grundgesetzes juristisch aufgelöst. Siehe BGDL 1990, Teil 2, Seite 885 bis 890. Vom 23. September 1990. Sie existierte vom 23. Mai 1949 bis zum 17. Juli 1990 lediglich auf der Grundlage des konstituierenden Grundgesetzes. Laut geltendem Völkerrecht, Hagerland-Kriegsordnung, Artikel 43, RGBEL 1910, ist ein Grundgesetz ein Provisorium zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung in einem militärisch besetzten Gebiet für eine bestimmte Zeit. Diese provisorische Natur kommt in GG, im Artikel 146 zum Ausdruck. Da die Bundesrepublik Deutschland seit dem 18. Juli 1990 nicht mehr existiert, können sie diesem vermeintlichen Staat nicht angehören. Rechtliche Grundlagen: Europäisches Übereinkommen über die Staatsangehörigkeit, A2, Abs A, Hagerland-Kriegsordnung, A43, Schäfgesetz Nummer 52, Artikel 1, Deutschlandvertrag, BGBL 1955, 2 Seite 301. UN-Charta, A53 und 107, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, 1, Übereinkommen zur Regelung bestimmter Fragen in Bezug auf Berlin vom 25. September 1990, BGBL 1990. 2 Seite 1274, Urteile des Bundesverfassungsgerichtes 2 BVL 6-56, 2 BVF 1-73, 2 BVR 373-83, GE 2, 266 bis 77. 3, 288, 319 FF. 585, 126. 6, 309, 336 und 363, 2 BVR 955-00, 2 BVR 1038-01. Die Abkürzungen einfach mal googeln. Wie sieht Ihre Staatsflagge aus? Da die
Bundesrepublik Deutschland, nie ein souveräner Staat war, konnte sie auch keine eigenständige Staatsflagge führen. So wählte man 1949 die Flagge der Weimarer Republik und erklärte diese in den Farben Schwarz, Rot, Gold im Artikel 22 des GG zur Staatsflagge. Da am 18. Juli 1990 völkerrechtlich auch die Weimarer Verfassung von 1919, in der Fassung vom 30. Januar 1933 mitten durch die alliierte Gesetzgebung bis zum 22. Mai 1949 vorgenommenen Veränderungen, siehe Schäfgesetz NR1, wieder in Kraft getreten ist, sind diese unfreien Farben sinnbildlich, Versailler Vertrag. Was ist das Staatswappen Ihres Staates? Der Reichsadler zum Beispiel, ebenso wie die Staatsflagge, konnte die Bundesrepublik Deutschland als besetztes Gebiet auch kein eigenständiges Staatswappen führen. So wurde durch die Behörden weiterhin der Reichsadler verwendet. Dies wurde der BRD durch die Alliierten später verboten, so dass seit diesem Zeitpunkt eine bunte Flut von verschiedenen Bundesadlern durch die verschiedenen Behörden benutzt wurden. Es gibt allerdings bis zum heutigen Tag zwei Ausnahmen, da aus internationalen Rechten resultierend ein gültiges Staatssymbol auf Reisepässen und Staatsurkunden geführt werden muss und die BRD nie eines hatte, findet sich der Reichsadler bis heute auf ihrem Reisepass. Vergleichen Sie diesen mal mit dem auf Ihrem ungültigen Ausweis. Welches ist die Hauptstadt Ihres Staates? Bereits als die BRD noch existierte, gehörte Berlin nicht zu deren Staatsgebiet. Dies wurde aufgrund der Aufteilung in Besatzungssektoren und deren rechtlichen Status durch die Alliierten so festgelegt. In Berlin gab es daher bis 1990 keine Bundespersonalausweise, sondern behelfsmäßige Personalausweise, denn auch West-Berlin gehörte bis 1990 offiziell aufgrund des alliierten Vorbehaltes zum Grundgesetz und zur Verfassung von West-Berlin, siehe Artikel 2b bis 4 Mächteabkommens über Berlin von 1971, nicht zur sogenannten Bundesrepublik Deutschland. Da diese rechtlichen Grundlagen in verschiedenen Verträgen und Urteile nach 1990 mehrfach bestätigt wurden, gehört Berlin auch heute noch nicht zum vermeintlichen Bundesgebiet und kann daher auch nicht die Funktion einer Hauptstadt ausfüllen, was weitreichende Konsequenzen hat. Rechtliche Grundlagen, Genehmigungsscheiden der westlichen drei Militärgouverneure zum Grundgesetz, Bestätigungsscheiden der alliierten Kommandatura Berlin zur Verfassung von Berlin, vier Mächteabkommen über Berlin, Protokollerklärung zum Einigungsvertrag, Übereinkommen zur Regelung bestimmter Fragen in Bezug auf Berlin unter anderem. Wer hat die Staatsgewalt in Ihrem Staat inne? Erinnern Sie sich noch an die zahlreichen CIA-Flüge, die im Jahr 2002 über unserem Land stattfanden? Das und mehr im dritten und letzten Teil. Also, ein Harm war noch. Bis nachher. Tag, zusammen. Ich schon wieder, Olaf Wilhelm. Für We Are Change Germania. Zu den zahlreichen CIA-Flügen im Jahr 2002 gab es eine Debatte im Bundestag, in welcher die Abgeordnete Gesine Lötzsch folgende Frage stellte. Frage der Bundestagsabgeordneten Gesine Lötzsch: Wie viele Flüge werden nach Kenntnis der Bundesregierung durchschnittlich pro Tag? Bitte spezifiziere nach Versorgungsflugzeugen und Kampfflugzeugen, vom Rückgrat der Logistik der amerikanischen Streitkräfte, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 4. März 2003. Dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein, sowie vom US-Flugplatz Spandalem von der US-Luftwaffe seit dem 5. August 2002 durchgeführt? Antwort des parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesministerium der Verteidigung Walter Kolbow vom 11. April 2003. Von deutschen militärischen Stellen werden keine Erhebungen über den täglichen US-Flugverkehr von den US-Luftwaffenstützpunkten Ramstein und Spandalem durchgeführt. Aus diesem Grund liegen dem Bundesministerium der Verteidigung keine entsprechenden Informationen vor. Ja, genau. Das Besatzungsrecht besteht förmlich und rechtlich weiter. Es hat sich nur versteckt. Es wird dem Volk suggeriert, durch den 2+4-Vertrag, Artikel 7, sei Deutschland vollständig souverän, aber genau dies ist nicht so. Das Berlin-Übereinkommen vom 25. September 1990 trat bereits am 3. Oktober 1990 in Kraft, siehe Verordnung zu dem Übereinkommen zur Regelung bestimmter Fragen in Bezug auf Berlin vom 25. September 1990. Vom 28. September 1990 BGBL 1990 2-1273 und hat bereits gewirkt, bevor der 2+4-Vertrag 1991 in Kraft trat, siehe BGBL 1991 2. 587. Selbst die Suspendierung der
Vier Mächte, Rechte und Verantwortlichkeiten, Erklärung der vier Mächte über die Aussetzung ihrer Vorbehaltsrechte über Berlin und Deutschland als Ganzes in New York vom 1. Oktober 1990, siehe Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung vom 10. Oktober 1990. Nummer 121, Seite 1266, wurde zwar ab dem 1. Oktober 1990 außer Kraft gesetzt, diese Außerkraftsetzung aber durch Inkrafttreten des Berlin-Übereinkommens am 3. Oktober 1990, siehe BGBL 1990-2-1273, wieder aufgehoben. Fazit: Die drei Mächte-Rechte bleiben in Kraft. Das erklärt auch, wieso ungefragt, angeblich muss ja seit 1994 jegliches Überfliegen durch US-Streitkräfte seitens der Bundesregierung genehmigt werden, und ungezählt Flugzeuge der Besatzungsmächte über Deutschland herumfliegen und weiterhin Besatzungstruppen stationiert sind. Momentan sind offiziell noch immer mindestens 74.000 US-Soldaten in Deutschland stationiert. Nach inoffiziellen Angaben eines hochrangigen, bei den US-Streitkräften beschäftigten Offiziers sind es sogar 250.000 Soldaten. So viele, wie in der ersten Angriffswelle den Irak angegriffen haben. Wozu diese Menge? Die Bezahlung der dadurch entstehenden Kosten regelt Artikel 120 GG, Artikel 120 Grundgesetz, Besatzungskosten, Kriegsfolgelasten, Soziallasten. 1. Der Bund trägt die Aufwendungen für Besatzungskosten und die sonstigen inneren und äußeren Kriegsfolgelasten nach näherer Bestimmung von Bundesgesetzen. Dass die Souveränität Deutschlands, die angeblich durch den 2+4-Vertrag abschließend geregelt wurde, tatsächlich nicht besteht und nie bestand, zeigen ebenfalls Notenwechsel aus dem Jahr 1990, Bundesgesetzblatt 1990 Teil 2 Seite 1387. Aus aktuellem und hochbrisantem Anlass noch ein Beweis dafür, dass die Alliierten in unserem Land absolute Rechte haben und wir dies immer wieder unterstützen müssen. Die CIA-Flüge des Jahres 2002 waren und sind natürlich nicht die einzigen Aktivitäten der alliierten Streitkräfte in unserem Land. Wie nun fragmentarisch bekannt wird, haben wir, entgegen der Behauptungen der jeweiligen Regierung, an den Kriegen in Afghanistan und im Irak doch aktiv teilgenommen. Und nicht nur das, deutsche Soldaten haben an Verschleppungen und Folterungen teilgenommen, die zuständigen Behörden haben davon gewusst und die Bundesregierung hat diese Menschenrechtsverletzungen gedeckt. Als nun die EU einen Sonderausschuss zur Untersuchung der Vorfälle gebildet hat, begann wieder die Zeit der Lügen. Wie nebenstehend zu lesen ist, haben sich die CIA-Flüge mittlerweile bestätigt. In einem bekannten ARD-Magazin wurde weiterhin aufgedeckt, dass die Aktivitäten von den großen US-Stützpunkten in Deutschland gestartet und von dort koordiniert wurden. Über diese Aktivitäten wurden die entsprechenden deutschen Behörden informiert. Deutschland erhielt von der CIA aufgrund der guten Zusammenarbeit sogar lobende Worte, während andere Länder, die nicht so perfekt kooperierten, kritisiert wurden. Und nun versuchen unsere Politiker natürlich wieder, die Menschenrechtsverletzungen zu bestreiten, für die sie mitverantwortlich sind. Nebenstehend können Sie des Weiteren lesen, dass von der Regierung behauptet wird, dass es für die Gefangenenflüge, mit denen Menschen unschuldig verschleppt wurden, keine Beweise gibt, obwohl bereits das Gegenteil erwiesen ist. Dreist wird immer wieder aus Machterhalt gelogen. Sind diejenigen, die so unverfroren mit Grundrechten umgehen, gegen jegliche Gesetze verstoßen, siehe unter anderem Seite 35, Permanentvorgänge, über die sie gegenüber dem Souverän, dem Bürger, eigentlich rechenschaftspflichtig sind, vertuschen, Gesetze und Verordnungen grundsätzlich gegen den Willen des Volkes und unter Bevormundung durch die EU, Beispiel, Geschwindigkeitsbeschränkung auf Autobahnen, verabschieden und dabei konsequent eine wirkliche Demokratie, Volksentscheide etc. verhindern, denn wirklich ihre Vertreter? Können sie es noch weiter hinnehmen, dass solche Menschen ihre Geschicke und die ihres Landes lenken? Ja, ich wollte eigentlich in drei Teilen fertig sein, aber wie es aussieht, kommt da noch einer. Also bis nachher. Tach, Sam. Ich schon wieder, Olaf Wilhelm. Für We Are Change Germania. Abschließend möchte ich noch einmal zur Grundfrage zurückkehren. Wer hat in unserem Land die Gewalt inne? Wie Sie anhand der NATO-Rechte und CIA-Flüge feststellen können, dürfen wir nicht hoheitlich über unser Land, und noch nicht einmal über den Einsatz unserer Truppen entscheiden. Hören Sie also jetzt die Wahrheit über die Auslandseinsätze der Bundeswehr, die Ihnen Ihre Regierung seit Jahren verschweigt. In der gesamten Bundeswehr gibt es keine deutsche Kommandogewalt. Die Bundeswehr ist direkt der NATO unterstellt und wird direkt befehligt vom NATO-Oberbefehlshaber Europa-Mitte. Sämtliche Truppenteile unterstehen hauptsächlich amerikanischen Generalitäten.
Die Bundeswehr ist an insgesamt 40 weltweiten Einsatzstandorten vertreten, unter denen Afghanistan und der Irak natürlich die bekanntesten sind. Aber auch in Ländern wie Haiti, Timor oder der Elfenbeinküste stehen deutsche Soldaten. Während des Golfkrieges waren deutsche Soldaten in Israel stationiert und hatten den Auftrag, feindliche Raketen abzuschießen. Der Bundeswehr wurden durch die Amerikaner Waffensysteme verkauft, mit denen nicht getroffen werden konnte. Im Kosovo waren unter anderem deutsche Tornados im Einsatz. Diese flogen 3 bis 5 nächtliche Einsätze mit dem Ziel, feindliche Ziele anzugreifen. Dem deutschen Volk wurde erzählt, dass dort lediglich Aufklärungsflüge stattfanden, was klar gelogen ist. Auch in Afghanistan sind deutsche Tornados an Kampfeinsätzen beteiligt. Der Begriff, gefallen, wird bei der Bundeswehr nicht publiziert. Trotzdem sind in den letzten 10 Jahren zahlreiche deutsche Soldaten bei Auslandseinsätzen ums Leben gekommen. Eine offizielle Aufforderung zu einer statistischen Erfassung erfolgte erst im Jahr 2007. Nach offiziellen Angaben gab es dabei 69 Tote in Gefechten, die Dunkelziffer dürfte unbestätigten Angaben zufolge diesen Wert um das Vielfache übersteigen. Während des G8-Gipfels waren 1100 Soldaten in Heiligendamm im Einsatz, obwohl dies laut Grundgesetz nicht statthaft ist. Auch hier waren, wie jetzt bekannt wurde, Tornados zur Überwachung eingesetzt. Mittlerweile ist der Flughafen Halle-Leipzig zu einem vollwertigen NATO-Flughafen ausgebaut worden. Dies dient einer stärkeren militärischen Infrastruktur in Mitteldeutschland. Nach dem Studium dieser Tatsachen dürfte Ihnen klar sein, dass Sie in einer Welt leben, die nur auf Lügen aufgebaut ist. Und für die Kriegsspiele der internationalen Interessengruppen, die deutsche Politiker nach besten Kräften unterstützen, werden die Leben von jungen deutschen Soldaten geopfert. Fordern Sie mit mir ein Ende dieser Einsätze und ein zukünftiges Entsendeverbot. Wir haben in der Welt keine Feinde. Sorgen wir dafür, dass dies so bleibt, denn dies liegt allein in unserer Verantwortung. Auf die vorstehenden Tatsachen angesprochen, beeilen sich Behörden und Politiker mitzuteilen, dass ja alles in bester Ordnung ist. Und an besonderen Feiertagen können Sie Reden hören, in denen von einer freiheitlichen Grundordnung und ihrer Werte gesprochen wird, die in Deutschland die Rechte des Einzelnen schützt. Und immer wieder hört man, dass das Grundgesetz die deutsche Verfassung ist. Auch ich muss mir eingestehen, dass ich dieser Lüge eine lange Zeit geglaubt habe. Die Wahrheit ist, dass das Grundgesetz keine Verfassung ist und die letzte, durch das Volk legitimierte Verfassung, die Weimarer Verfassung von 1918, Stand 30. Januar 1933, ist. Eine Verfassung ist nichts anderes als die in Rechtsform gebrachte Selbstverwirklichung der Freiheit eines Volkes. Nur wo der Wille des Volkes aus sich selber fließt, nur wo dieser Wille nicht durch Auflagen eingeengt ist durch einen fremden Willen, der Gehorsam fordert und dem Gehorsam geleistet wird, wird ein Staat im echten demokratischen Sinne des Wortes geboren. Nur das gesamte deutsche Volk kann, volkssouverän, handeln, und nicht ein Partikel davon. Ein Teil von ihm könnte es nur dann, wenn er legitimiert wäre, als Repräsentant der Gesamtnation zu handeln, oder wenn ein Teil des deutschen Volkes durch äußeren Zwang endgültig verhindert worden wäre, seine Freiheitsrechte auszuüben. Eine Verfassung, die ein anderer zu genehmigen hat, ist ein Stück Politik des Genehmigungsberechtigten, aber kein reiner Ausfluss der Volkssouveränität des Genehmigungspflichtigen. Wir haben nicht die Verfassung Deutschlands oder Westdeutschlands zu machen. Wir haben keinen Staat zu errichten. Bereits an den Auszügen aus der Rede von Professor Dr. Carlo Schmid ist zu erkennen, dass das Grundgesetz keine Verfassung ist. Das Grundgesetz musste durch die Besatzungsmächte genehmigt werden und diese machten auch noch diverse Vorbehalte, die zusätzliche Einschränkungen mit sich brachten. Gleichzeitig mit dem Grundgesetz ist das Besatzungsstatut in Kraft getreten, aus dem weitere Einschränkungen der Souveränität hervorgehen. Zugleich muss man aus heutiger Sicht erkennen, dass das Grundgesetz zu einem Ermächtigungsgesetz verkommen ist. Fast täglich kommt es den Politikern nur zu leicht über die Lippen, dann muss eben das Grundgesetz geändert werden. Leider werden da schlimme Parallelen zur Vergangenheit sichtbar und Bedenken ohne Skrupel über Bord geworfen, weil die jüngere Geschichte ohnehin tabu ist. Schlussfolgerung, mit der Streichung des Artikel 23 AF des Grundgesetzes, hörte die BRD auf zu existieren und die handelnden Politiker verloren damit ihre Legitimation. Somit sind alle Verträge, die nach dem Datum der Pariser Konferenz durch unlegitimierte deutsche Politiker abgeschlossen wurden, nach internationalem und Völkerrecht nichtig. Das betrifft beispielsweise auch den Einigungsvertrag. Nach internationalem Recht sind Verträge, die gegen Normen des Völkerrechts verstoßen, nichtig, siehe Artikel 53 des Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge, vom 23. Mai 1969, von der BRD, ratifiziert am
20. August 1987, Artikel 53, Verträge im Widerspruch zu einer zwingenden Norm des allgemeinen Völkerrechts. Ein Vertrag ist nichtig, wenn er im Zeitpunkt seines Abschlusses im Widerspruch zu einer zwingenden Norm des allgemeinen Völkerrechts steht. Es entspricht internationalen Normen, dass nur rechtmäßig legitimierte Personen, die Vertretungsgewalt haben, Verträge abschließen können. Diese Verträge dürfen zu anderen, übergeordneten Normen nicht im Gegensatz stehen. Nachweislich ist aber seit der Streichung des Artikel 23 AF Grundgesetz, eben dieser Paragraph am 31. August 1990, den Tag der Unterzeichnung des Einigungsvertrages, nicht mehr existent gewesen, da er am 17. Juli 1990 gestrichen wurde. Damit kann der Paragraph 1 des Einigungsvertrages, Beitritt gemäß Artikel 23 AF GG, wohl kaum umsetzbar gewesen sein. Da der Einigungsvertrag somit ungültig ist, ist das Gebiet der ehemaligen DDR bis zum heutigen Tag kein Bestandteil der Bundesrepublik Deutschland. Das glauben Sie nicht? Prüfen Sie selbst nach BGBL. Jahrgang 1990 Teil 1, Seite 1068. An der fehlenden Legitimation unserer Regierung hat sich im Übrigen bis zum heutigen Tag nichts geändert. Auch durch unsere verfassungswidrigen Wahlen wird keine Legitimation hergestellt. Und so stehen wir der Herrschaft der Politik ohnmächtig gegenüber, die wir nicht beeinflussen können. Und das nennen diese Vertreter des Volkes tatsächlich Demokratie? Und langsam dürfte so auch Ihnen klar werden, dass Demokratie wohl doch etwas anderes ist. Haben Sie in diesem Zusammenhang eigentlich schon bemerkt, dass unsere Kanzlerin Angela Merkel mit aller Macht versucht, die EU-Verfassung durchzusetzen? Dies geschieht nur aus einem Grund, dann sind zukünftige Politikergenerationen pauschal legitimiert und es braucht nicht mehr der Frage nachgegangen zu werden, wie lange das deutsche Volk noch mit Lügen ruhig gestellt werden kann. Es hat nämlich dann keine national selbstständigen Rechte mehr. Und wieder werden wir nicht gefragt, ob wir das auch wollen, obwohl es hier um die Abstimmung für eine echte Verfassung geht. Nur eine Bundesrepublik, die 16 autonome deutsche Bundesländer vereinigt, ist wahrhaft demokratisch und auch in einem gesunden Föderalismus eingebettet. Was nützen uns in den Bundesländern so viele Abgeordnete, so viele Minister und Beamte, wenn so gut wie niemand etwas zu sagen hat? Solange diese Länder in ihren Entscheidungen so frei sind, wie zu DDR-Zeiten die Bezirke, haben wir die gleiche Demokratie wie vor der Wende. Wir wollen unser Land zurück. Ich fordere auch Sie auf, mitzuwirken. Werden Sie Teil einer Bewegung, die sich für die Freiheit unseres Volkes, für Recht und vor allem Gerechtigkeit einsetzt. Denn auch Sie sind Deutschland. Mögen Sie den Mut finden, sich nicht länger ohne Widerstand von einer verantwortungslosen und dunklen Trieben ergebenen Herrscherklasse regieren zu lassen. Denn ich glaube nicht, dass das deutsche Volk schon so in seinem tiefsten Wesen korrumpiert und zerfallen ist, dass es, ohne eine Hand zu regen, im leichtsinnigen Vertrauen auf eine fragwürdige Gesetzmäßigkeit der Geschichte das Höchste, das ein Mensch besitzt und das ihn über jede andere Kreatur erhöht, nämlich den freien Willen, preisgibt, die Freiheit des Menschen preisgibt, selbst mit einzugreifen in das Haar der Geschichte und es einer vernünftigen Entscheidung unterzuordnen. Es ist längst Zeit für eine Veränderung. Es ist längst Zeit für den Mut zur Wahrheit. Es ist Zeit, dass jeder sie erkennt und ausspricht. Es ist Zeit, dieses Land von korrupten Politikern, die die Interessen des Volkes schon lange nicht mehr vertreten, zu befreien. Helfen auch Sie mit. Engagieren Sie sich. Auch Ihre Stimme ist wichtig. Für unser aller Zukunft. Der Grund, warum Menschen zum Schweigen gebracht werden, ist nicht der, weil sie lügen, sondern weil sie die Wahrheit reden. Wenn Menschen lügen, können ihre eigenen Worte gegen sie angewandt werden, doch wenn sie die Wahrheit sagen, gibt es kein anderes Gegenmittel als die Gewalt. So, das erstmal dazu. Was ich hier in vier Videos dargestellt habe, ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem Dokument Die Jahrhundertlüge von Holger Fröner. Ich kann jeden nur inständig bitten, diesen Bericht als PDF herunterzuladen und weiter zu verteilen. Weil das einfach von enormer Wichtigkeit ist. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich werde auch weiterhin diese Art von Videos machen. Mit ebenso wichtigen und brisanten Themen. Also, bis nachher.